Diese schön gestalteten Geschenke werden sofort wahrgenommen. Sie sind mit Wattepads, Strasssteinen und großen Teelichthaltern dekoriert. Einfach, aber sehr wirkungsvoll. Die Geschenke könnt ihr in rotes Tonpapier oder Geschenkpapier einpacken. Ansonsten benötigt ihr folgende Materialien: Fotokarton in Schwarz, ganz viele Wattepads, eventuell einen großen Teelichthalter oder eine Teelichthülse, Glitzersteine in verschiedenen Größen oder auch Ornamente, die man aufkleben kann, eine Schere, einen Kleber und einen Heißkleber. Bei diesem Paket habe ich zunächst ein schwarzes Rechteck aufgesetzt. Dann habe ich Wattepads genommen und sie mit Strasssteinen rundherum beklebt. Diese einzelnen Pads habe ich dann übereinander gesetzt. So, dann komme ich zum nächsten Paket. Bei diesem Paket habe ich aus einem Wattepad so solche Spitzen geschnitten, die ich dann so übereinander klebe und jeweils dann aufsetze und dann jeweils einen Strassstein auf das Ende setze. Bei diesem Paket habe ich erst auch ein schwarzes Rechteck aufgesetzt. Dann habe ich eine große Teelichthülle genommen und hier Einzelstreifen eingeschnitten, immer bis zum Rand, hier unten bis zum Boden. Diese Streifen habe ich dann ganz auseinandergebogen, so zum Stern- oder Blumenmuster. Dann habe ich mit dem Heißkleber, ein Pad eingeklebt und habe ein Ornament oder Glitzersteine aufgeklebt. Das fertiggestellte Teil habe ich auf dem Päckchen dekoriert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr immer sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.